komme gerade jetzt aus dem Coaching Joe Fix. Da sitzen wir mit dem ganzen Coaching-Team zusammen, sprechen darüber, was waren die Herausforderungen in der letzten Woche, was sind jetzt die Dinge, die auf uns drauf zukommen, damit wir für unsere Partner, so nennen wir unsere Kunden, immer die besten Ergebnisse erzielen können. Und das war wieder ein tolles Meeting, wo wir viel über ganz, ganz wichtige Sachen gesprochen haben, wie wir für unsere Partner noch bessere Ergebnisse erreichen. Hi, ich bin Caro aus dem Coaching-Team und heute im JoFix haben wir besprochen, was wir mit einem Partner machen, der aktuell nicht weiterkommt in seinem Programm oder etwas, ja, den Flow verloren hat. Und da haben wir zusammen richtig coole interne Prozesse entwickelt, die uns gemeinsam nochmal weiterbringen, also intern auch nochmal weiterbringen, aber auch den Partner wieder, ja, seinem Ziel einfach näher bringen, ein richtig cooler Arbeitgeber zu werden. Also das Feeling im JoFix ist für mich so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich sitze da jetzt mit meinem Vorgesetzten und meinen Kollegen zusammen, sondern wirklich mit Freunden, mit denen ich einfach was verbessern will, mit denen ich an coolen Projekten zusammenarbeite. Und es ist einfach für mich keine Arbeit, sondern Freude. Und ja, das ist für mich das Beste daran. So, wir haben jetzt einen neuen Partner hinzugewonnen. Partner nennen wir übrigens unsere Kunden und dafür gibt es jetzt hier so ein kleines Ritual, das hat mit diesem Fähnchen zu tun. Dafür habe ich mal die Flavia hier mit dabei. Flavia, erzähl mal, was hat es denn mit diesem Fähnchen auf sich? Ja, mit diesem roten Fähnchen markieren wir, wenn wir einen neuen Partner dazugewonnen haben und das machen wir hier bei unserer Deutschlandkarte. Und zwar da, wo der Partner seinen Sitz hat, stecken wir einmal hier zum Beispiel Starnberg die Fahne einfach rein. Und so sehen wir immer, wo unsere Partner überall ihren Sitz haben. Ja, und dann siehst du halt, also, oder warum machen wir das Ganze? Das ist erstmal für uns eine ganz tolle Sache, hier so zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Flavia weiß das noch, wo wir am Anfang hier ganz wenige Karten drin oder Fähnchen drin hatten. Jetzt sind es mittlerweile eine ganze Menge. Und es ist halt auch mal ganz spannend zu sehen, von wo kommen eigentlich so unsere Partner her. Du siehst das hier, hier in diesen wirtschaftlich sehr starken Regionen sehr, sehr viel. Aus dem Osten, wo ich herkomme, leider noch ein bisschen wenig, auch so Bayern. Das heißt, wenn du vielleicht jemand bist, der aus dieser Region kommt und der sagt, hey, ich möchte mein Unternehmen noch ein bisschen weiterentwickeln, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Ja, und es ist einfach ein wunderbares Instrument, um einfach zu sehen, was macht man eigentlich mit dem, was man tut, weil wir sind sehr visuelle Wesen, wir Menschen, und da hilft es immer noch mal so eine Verbildlichung von sowas dabei zu haben. Wir haben hier was ganz Tolles geschenkt bekommen von unseren Mitarbeitern, denn vor 2 Jahren wurde die Unternehmerrevolution gegründet. Das heißt, Tobi und ich haben damals beim Notar den Gründungsvertrag unterschrieben und jetzt haben wir dieses Jubiläumsalbum von unseren Mitarbeitern bekommen. Du hast das gesehen und es sind ein paar ganz tolle Sachen hier drin, wo die Mitarbeiter uns handgeschrieben hier was reingepackt haben. Und das Ziel ist es, dieses Album immer weiter zu füllen. Was wir jetzt als erstes gemacht haben, ist mal ein Foto, ein Gruppenfoto, sodass wir jedes Jahr nachvollziehen können, wie sind wir denn eigentlich gewachsen. Denn mittlerweile sind wir mit Werkstudenten und allem, was dazugehört, innerhalb von 2 Jahren von 0 auf 17 Mitarbeiter gewachsen. Das ist natürlich eine Sache, wo wir sehr stolz drauf sind. Aber worauf wir noch viel stolzer sind, ist, dass unsere Mitarbeiter von selbst, ohne dass wir irgendwie was machen mussten, hier sowas Cooles gemacht haben, so hinter uns stehen. Und da zeigt sich, dass das, was wir hier an Herzblut, an Energie reinstecken, sich auch wirklich gelohnt hat.